Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute möchten wir Sie gerne zu einer musikalischen Reise nach Korea einladen. Wir möchten Ihnen dabei einen ersten Eindruck von der farbenreichen Welt des koreanischen Liedes vermitteln, den wir hoffentlich dann bald bei einem ausführlichen Liederabend vertiefen dürfen. Einen ersten Eindruck haben Sie schon bekommen durch das Eingangslied, interpretiert von Jason Kim und Kei Sugaya. Herzlichen Dank für diesen wunderbaren Auftakt. Gomawa. Ja, Jason Kim hat nicht nur das Programm der heutigen Sendung und des Liederabends zusammengestellt, sondern er wird Ihnen neben den musikalischen Eindrücken, die Sie heute von ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen erhalten werden, auch ein wenig die Hintergründe dieser Lieder erläutern. Und er wird uns damit auch ein wenig durch dieses koreanische Porträt in die Seele des Landes hineinschauen lassen. Ganz herzlichen Dank. Jason, wir haben dich nun gehört mit dem Lied Geuryun Geumgangsan von Choi Young-sop zu einem Text von Han Sang-gok. Und diesen Liedtitel könnte man übersetzen mit Sehnsucht nach dem Geumgang-Berg. Dieser Berg Geumgang liegt auf der nordkoreanischen Seite, sehr nah an der Grenzlinie zwischen Nord- und Südkorea. Und er ist, wie Jason mir schon erzählt hat, von ganz besonderer Bedeutung für Korea. Jason, was steckt dahinter und was ist das Besondere an diesem Lied, das wir gehört haben? Schon seit langer Zeit ist Geumgangsan bekannt als schönster Berg in Korea und sogar ganz im Ostasien. Chinesische Kaiser und Dichter haben über diesen Berg geschrieben und wenn Diplomaten Korea besucht haben, wollten immer diesen Berg sehen. Ich selber habe ich noch nie gesehen, diesen Berg. Deshalb kann ich nicht beschreiben, wie schön der Berg ist. Aber es gibt viele Gedichte und Gemälde aus vielen Jahrhunderten. Und das zeigt, dass er ein wichtiger Punkt für die Kultur und Geschichte Koreas ist. Leider liegt er in Nordkorea und man kann aktuell nicht besuchen. Es gab eine Zeit, in der man Besuch konnten. Nach 35 Jahren japanischer Kolonialzeit wollte alle Koreaner ein Land werden, aber seit 1948 ist Korea zweigeteilt. Der Norden war Sowjetische Union und der Süden von USA. Durch Ideologie und großen Machtkampf zwischen den großen Mächten hat man das zu Zeiten des Kalten Krieges nicht geschafft, so ein Land. Dazu kam 1950 dreijähriger Koreakrieg. Seitdem ist Korea eine geteilte Nation, wie Deutschland früher war. Wir Koreaner wünschen uns die Einheit des Landes und dieses Lied bedeutet für alle Koreaner, dass sie zusammen leben wollen. Es ist ein sehr bekanntes Lied und alle Südkoreaner kennen es. Außerdem haben große Sänger wie Placido Domingo, Luciano Pavarotti hat oft beim Konzert gesungen. Auch Sopranistin Angela Georgiou hat dieses Lied auf ihr Album aufgenommen. Auch viele Orchester auf der ganzen Welt spielen es oft, wie sich auch die ganze Welt Koreas Einheit wünscht. Und sie wird es bald kommen. Ja, das wünschen wir Korea und allen Koreanern und Koreanerinnen sehr. Als nächstes hat uns Soo-yeon Lee etwas ganz Schönes mitgebracht, genauer gesagt das Lied Sous-en-Noir, vom Komponisten Kim Dong-jin auf einen Text von Kim Dong-myung. Dieser Titel bedeutet Narzissen. Die Narzisse steht, wie wir alle wissen, für die Liebe. Und Narzissen sind Pflanzen, die sehr aufrecht stehen und die in ihre Zwiebel zurückgezogen die kalte Jahreszeit überleben können. In diesem Stück ist die Narzisse nicht nur eine Blume, sondern sie ist eine Metapher für die Überwindung des Todes, für das Wiedererwachen des Lebens, für die Einsamkeit und auch für die Liebe. Und das kann man mit der Zeit der Unabhängigkeitsbewegung
von 1919 bis 1985 gegenüber Japan in Verbindung bringen. Der Dichter Kim Dong-myung ist ein bekannter Volksdichter. Die japanische Kolonialzeit von 1910 bis 1945 war für Korea eine der schwersten Zeiten in seiner ganzen Geschichte. In dieser Zeit unzählige Menschen gestorben und viele Stätten des kulturellen Erbes und Kunstwerke sind zerstört und gestohlen worden. Für die Literatur war auch die beste und gleichzeitig die schlimmste Zeit. Schriftsteller und Dichter schreiben für die eigenen Leute, sie unterstützen die Unabhängigkeitsbewegung in Korea und wurden dafür von der japanischen Polizei verhaftet und gefoltert und sie sind sogar gestorben. Bei der Musik ist auch Gleiche passiert. Die westliche Musik kam erst am Anfang 20. Jahrhundert und durch Christen nach Korea, die aus USA stammten und über Japan ins Land kamen. Im 18. Jahrhundert gab es katholische Missionäre, aber Korea war ja sehr konservativ und verschlossen gegenüber anderen Religionen. Der Konfuzianismus beherrscht damals das ganze Land. Viele Kunstlieder wurden erst nach 1910 geschrieben und beschäftigten sich genauso wie die Literatur mit der Unabhängigkeitsbewegung. Die Texte und Melodie waren einfach und fürs Land geschrieben. Die japanische Regierung hat versucht, diese Kultur zu stoppen. Die armen Musiker müssten sich entscheiden, wie sich diese unter Druck überleben konnten. Einige haben sich geweigert, weiter zu musizieren. Viele andere mussten für Japan musizieren, um zu überleben. Der Komponist Kim Dong-jin ist der eine, der sich dafür entschieden hat, zu überleben. Das folgende Lied ist eine der beste und schönste und lyrischste Lied von ihm und Sie werden es von Suyeon und Kay hören. Die Tür, 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 die
für ein traumhaft schönes Lied. Ja, als nächstes hören wir ein sehr kontrastierendes Lied. Wir werden Ilhun Chung erleben mit dem Lied Banore von Chodunam auf einen Text von Soko. Dieses Lied würde man auf Deutsch wahrscheinlich als Schifferlied oder Fischerlied bezeichnen. Und du hast mir ja im Vorfeld schon erzählt, dass es ein Lied ist, was mit der traditionellen Musik in Korea spielt. Kannst du das etwas näher ausführen? Ja, Banore ist ein Kunstlied, das dem Minyo-Gesang der Bevölkerung nachgemacht ist. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von der traditionellen Musik. Und eine ist mit dem Königreich und der edlen Familie verbunden und andere ist mit der normalen Bevölkerung. Das beste Beispiel ist dafür das Königreich Joseon 1392 bis 1897, in dem man spezielle Musik für die Jaesa-Zeremonie spielte. Jaesa ist ein Ritual zu Ehren der Vorfahren, für Konfuzianismus sehr wichtig war. Es waren viele Instrumente beteiligt, wie Streicher und Schlagzeuge, und es hat ja mehrere Stunden gedauert. Diese Musik stammte aus China und hat sich über mehrere hundert Jahre hinweg als Musik des koreanischen Königreichs entwickelt. Inzwischen gehört diese Musik sogar in dem UNESCO-Weltkulturerbe. Die andere Musik, normale Menschen haben eine Art Minyo, Bevölkerungsgesang, der sich mündlich verbreitet hat. Man weiß dabei nicht, wann und wo es angefangen hat. Es wurde gesungen, wenn man zusammen gearbeitet und gebaut oder gefeiert hat. Es gibt dabei keinen geschriebenen Noten und Texte. Lieder werden vom Vater zu Sohn und Familie zu Familie weitergegeben und jeder Ort hat eine eigene Art vom Gesang. Viele Komponisten haben diesen Gesang mit ihren Kompositionen vermischt und so zu Kunstlieder gemacht. Eine der besten Beispiele werden Sie heute hören. Manche Lieder sind nur arrangiert, aber Banore ist neu geschrieben in 1946. Und sie ist lustvoll, energisch und schnellen Rhythmen. Banore erzählt von einem Fischer, der seine Liebe auf dem Meer sucht und bei der zweiten Strophe dann Heimweh bekommt. Ilhun und Kay. Ja, und damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind wir leider auch schon fast am Ende unseres Programms angekommen und das Ende wollen wir natürlich mit Musik ausklingen lassen. Genauer gesagt mit dem wahrscheinlich berühmtesten koreanischen Volkslied, einem Lied, das gewissermaßen zur zweiten Nationalhymne geworden ist,
Arirang. Jason, kannst du uns dazu noch ein paar Worte sagen? Genau. Arirang. Wie und wann das Lied entstanden ist, ist unklar. Es gibt viele Theorien über den Ursprung von Arirang. Man sagt, es sei 600 Jahre alt und ungefähr 3600 Varianten davon gefunden. Und es gibt über 60 verschiedene Fassungen. Meistens singt man Gyeonggi-do Arirang. Aber eins ist immer gleich. Arirang, Arirang, Arariyo, Arirang, Gogero, Nomoganda. Der Inhalt des Liedes ist ein folgendes. Geht über den Arirang-Hügel, wer mich verlassen hat, wird innerhalb von 4 Kilometern eine Fußkrankheit bekommen. Also mit der Fußkrankheit muss ich was erzählen. Mit schmerzenden Füßen kann man weiterlaufen, aber mit einer Fußkrankheit kann man nicht weitergehen. Es geht hier um ein Wort Han. Ein Gefühl des Schmerzens, das aber nicht geäußert, sondern tief im Inneren getragen wird. Dieses Han ist genau wie die koreanische Geschichte. Schon vor 1000 Jahren gab es immer Angriffe von außen und oder Kriege im Inneren des Landes. Immer mussten Menschen fliehen und von woanders immer auswandern. Man lebte in schweren Zeiten, nahm Abschied von Menschen, die man liebte, und Familie wurden getrennt. Auch solch eine Situation entsteht solch ein Lied. Heutzutage gibt es viele koreanische Opernsänger in Deutschland und auch der ganzen Welt. Natürlich gibt es auch so viele Musiker. Dazu kommt, wenn man K-Pop kennt, sei Gangnam Style und jetzt die aktuellste beste Boyband BTS, Bulletproof Boys. Also die Mädels von der Schule alle verknallt sind. All das ist ein Zeichen, dass wir Koreaner immer gern uns singen und musizieren. Jetzt hören wir von Leonardo Arirang der Sehnsucht. Allerdings in einer etwas modernisierten Fassung. Der Pianist und Komponist Choi Young-mi hat dieses Lied eigentlich für einen Tenor geschrieben. Er nimmt die alte, einfache Melodie von Arirang und verarbeitet sie virtuos im Klavierfach. Sie werden es gleich merken, wie schön das ist. Leonardo und Kay. Schon bald und bald wieder.
erkennen.